Tales from the Borderlands Folge 7. Wir haben so ein bisschen die Vermutung, dass das diese Folge in 2 Minuten aus sein könnte, weil das große Finale war eigentlich schon. Jetzt wird aber erstmal gelootet, denn wir sind ja immerhin in Borderlands. Richtig. Warten, bis reichere Menschen sich umbringen und dann ihr Zeug nehmen. Nanu? This junk can't be worth that much. That pistol over there is worth at least $100. Oh, good. We just need 100,000 more of those and we're all set. Righteous Father, I have found you. Try to roll with the fall. Reese, are you okay? Reese, are you dead? I'm fine. Totally meant to do that. Good, because it doesn't look like there's a safe way down to help you. So, figure a way out of there. What's down there? Warte, ich kann doch das bionische Auge irgendwie machen. Wie ging das? Das geht gerade nicht. There's a bunch of old Atlas prototype stuff, some tech, there's like a few weapons and... Where? Too dangerous, huh? Whoa. No way. The Atlas Silver! One of the rarest SMGs on Pandora. These models were never even released. Whoa, hey! A retro Atlasio! I thought these things were just a rumor! Look, it tells time, and it's a calculator. Just give me a math problem, Is math it worth problem. A lot of money? Sort of. I mean, yeah, you know, it's not $10 million worth, but... Oh, man, to the right people. Atlas tech in mint condition like this is worth a hell of a lot to collectors. Some Hyperion execs buy it just to put it on their trophy shelves and gloat. And unreleased prototypes at that. I mean, who knows what this is worth? All right, Sasha, let's grab what we can and get out of here. Quickly. No telling when those bandits will be back. We better do the same, Reese. Sehr verlockend. Oh, Mann, ich will da draufdrücken. Would you like to do the honors? It's the last one. It's only right for us both to reveal it. I mean, that's the best part. Yeah, I was kind of hoping you'd say that. All right. Big money. So ein Schild-Dings? Was ist das? Reset. Identification required. So, is it just me or does that look... Incredibly valuable? Yeah. And there's two of them, so I don't have to stab you. Yeah, that's a bonus. I call the bigger half. Na dann, löse mal dieses Rätsel. Ja, aber welches nehme ich denn? Ach so, man kann jetzt entweder Fiona oder Ladies First. Hä, und du? Ach so. What is it? We got what we came for. Let's go, Sasha.
Vaughn, can you see if there's a crowbar lying around? We're gonna have to try to pry these apart before we... Huh? Is that... What? A map? So, she's the brain man. Is that a map? I don't know. It's so... This, ladies and gentlemen, is the Gordis Project. And it's gonna lead us to a vault. Ah! Probably kill you. Oh, cool. Ja, das hatten wir ja schon geahnt, dass Handsome Jack da irgendwie drauf gespeichert ist. Which was never real. Right. Then you lost the money. Well, technically we found it. But then it blew up. Sure. But at the end of all that, you discover the Gordis Project, which is all about opening a vault. Right. That's very convenient. Not really. I mean, one way or another, everything on Pandora is leading you to a vault. I'd actually agree with her on that. A rarity, I'm sure. So, what happened next? Well... Wow! Cool. Cool, das sind die Entscheidungen noch. Cool geblieben sind nur wir und die Minderheit. 85,9 haben Shade ihn begleiten lassen. 6, okay, das war auch die Minderheit. Und die Skelettmaske haben auch nur die wenigsten genommen. Hm. 63% haben den Loader-Bot evakuieren lassen. Ja, natürlich, das war es ja auch voll wert. Ich meine, am Ende hat er uns zwar da runtergeballert, aber wie wären wir denn sonst da runtergekommen? Sascha vertraut, ja. Vaughn, ja. Okay. Weil das so wenig Leute die Maske gekauft haben. Und das so wenig, okay, das ist ein bisschen weniger als die Hälfte Machine Gun und Rockets. Ich continue mal. See you. Aber wie kann man sich denn so irren? Ja, ich muss sagen, von vorne bis hinten, so geil geschrieben, das Ding. Ich bin wirklich platt. Ich will jetzt nicht zu viel auf anderen Spielen rumhacken, aber die können gerade mal alle nach Hause gehen. Alle? Also was Writing angeht, selten sowas Gutes gesehen. So witzig, so viel Sinn für Timing, so... Das Borderlands-Universum an sich ist ja, also in den Shooter-Spielen ja schon witzig, aber das, wie geil das halt für ein Adventure funktioniert, wie viel Spaß man damit, wie man auch merkt, wie viel Spaß die damit haben. Und wie sie die ganzen Charaktere eben auch geschrieben haben. Ich habe innerhalb kürzester Zeit so dieses Star Wars-Gefühl gehabt, so dieses Ragtag-Bande, die einem total sympathisch ist. Ja. Irre. Ja. Ich kann mich kaum zurückhalten auf Folge 2. Wir müssen uns ja ein bisschen entschuldigen, weil wir dieses Spiel jetzt so spät erst gespielt haben. Haben einige Leute einen halben Herzinfarkt bekommen, weil sie haben das bei uns im Kanal gesehen und dachten, jetzt ist Folge 2 da! Und jetzt kann ich das voll verstehen, weil ich will jetzt auch sofort Folge 2 haben. Wann kommt die denn? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, das ist noch gar keine Infos, oder? Nee, ich habe da noch nichts gehört. Ich weiß nur, die Game of Thrones, die zweite Folge, die kommt jetzt irgendwie im Februar. Das ging schneller, ne? Ja. Zumindest die Ankündigung. Ja. Mal schauen. Ich weiß nicht, ich fand es leider, ehrlich gesagt, immer noch, ich weiß nicht, ob es die Technik ist. Ich glaube fast, das könnte die Technik sein. Die manchmal die Pausen zwischen dem nächsten Satz, der gesagt wird, bis dann der nächste Szenensprung oder so kommt. Ja. Immer noch ein Tick zu lang. Ich dachte immer, also jetzt ist es ungefähr eine Sekunde zu lang. Also als Film hätte man es noch ein bisschen straffer gecuttet. Ja. Also die ganzen Texte und so, alles super, nur und das glaube ich eben, dass wahrscheinlich die Engine ist dann immer die Übersprünge zu den anderen Figuren. Vielleicht lädt er die zu lang. Ich frage mich, ob das Absicht ist, weil
sie das dann für schwächere Plattformen, die länger brauchen, um jetzt bei so Sprüngen das Zeug alles zu laden, dass sie einen Puffer einfach haben. Mhm. Weil wir gut, aber auf den anderen Plattformen bleibt das ja dann in der Regel einfach stehen. Ja, genau. Im Spiel. Ja. Halt. Also auf den Last-Gen-Konsolen zum Beispiel, da war das ja in den Telltale-Spielen immer ganz schlimm, dass gerade so in actionreichen Szenen, dass ewig einfach eine Szene stehen blieb, bis dann die nächste geladen wurde. Aber hier ist mir, bei den Action-Szenen ging es ja hier flüssig durch, da war es auch gar kein Problem. Bei den Gesprächen ist es mir noch aufgefallen. Ich dachte immer so, na, jetzt sag doch den nächsten Satz. Sag doch. Ein bisschen komisch, ich weiß nicht, woran... Vielleicht habe ich auch ein neues Gefühl. Nö, aber so, also... Es fühlt sich so schön nah dran an. Ihr werdet ja demnächst im Kanal Life is Strange sehen, das kann ich schon mal verraten, dass Martin und ich schon durchgespielt haben. Also die erste Episode. Die erste Episode davon, genau. Und das Fazit, was wir bei Life is Strange hatten, ist, die müssten mal sich zusammentun. Dass diese Don't-Know-Typen die Technik hertun und die Telltales schreiben das, dann wäre das perfekte Spiel. Aber bei uns kann man das ja mehr oder weniger perfekt erleben. Ja. Man schaut dann erst das eine und dann das andere und dann träumt man sich den Rest zusammen. Wir sind der Rundum-Wohlfühlkanal und wenn ihr das jetzt auch gemerkt habt, dann schließt schnellstmöglich ein Kanal-Abo ab und schaut euch die anderen Videos auf diesem Kanal an. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns spätestens zu Folge 2 oder zu einem anderen Let's Play. Bis dann. Ciao.